Spotfight. Wir leben Wrestling. Andrade Cien Almas äußerte sich in einem Interview zu seiner Anfangszeit bei WWE. Ihm fehlten die Möglichkeiten und Chancen, sagte er. Aus Frust dachte er darüber nach, die WWE wieder zu verlassen. Allerdings redete er mit Alberto Del Rio, der ihm empfahl, dran zu bleiben und zu kämpfen. Das hätte er sich zu Herzen genommen. Von der Hall of Pain in die Hall of Fame. Als neuestes Mitglied der WWE Ruhmeshalle wurde der World's Strongest Man Mark Henry bekannt gegeben. Das verkündete die WWE offiziell auf Twitter. Außerdem wurde nun angekündigt, dass Edge und Christian die Dudley Boys in die Hall of Fame einführen werden. Es wird zudem spekuliert, dass die Hardy Boys ebenfalls eine Rolle bei der Einführung spielen. Baba Ray würde sich ein solches Szenario wünschen, die Entscheidung obliegt hier aber letztlich Vince McMahon. Big Cass war gestern bei Raw Backstage anwesend. Wie wir bereits berichteten, trainiert Cass seit einigen Wochen wieder im Performance Center. Eine Rückkehr noch vor WrestleMania ist möglich, da er sehr bald die Ringfreigabe von den Ärzten erhalten soll. Potenziell wird er in die Andre the Giant Memorial Battle Royal involviert. WrestleMania könnte dieses Jahr in voller Laufzeit 8 Stunden dauern. Davon 2 Stunden Pre-Show, 1 Stunde Kick-Off-Show, die dieses Jahr gesplittet werden, und 5 Stunden Hauptshow. AJ Styles wurde bei Raw in Dallas Backstage von den WWE-Ärzten untersucht. Bis jetzt gibt es noch immer keine Updates zur gesundheitlichen Situation des WWE-Champions. Am Wochenende wurde er mit Verletzungsangles bei den Live-Shows geschont. Ob er heute Nacht bei SmackDown auftreten wird, ist unbekannt. Aktuell geht man davon aus, dass Styles zwar Teil von SmackDown Live sein wird, aber nicht in den Ring steigt. Updates zur Schwere der Verletzung und den möglichen Auswirkungen auf WrestleMania folgen.